Ich weiß es nicht, wie lange ich noch brauchen werde, die drei Stelen zu installieren. Aber da saß Serda, Jupp und viele Freunde, Frau Schäfer. Aber, habe ich gesagt, so wahr wie ich Hans Bienert heiße und so wahr mich meine Kollegen und Genossen und Mitstreiter kennen, das Denkmal kommt, so wahr wie... Der Bereich der jüdischen Gemeinde Wattenscheid umfasste ursprünglich auch Gelsenkirchen Süd und Hattingen. Wobei Gelsenkirchen Süd damals noch ein dörfliches Gebiet war, nur sehr wenige Juden hatte, Hattingen etwas mehr. Und um die Jahrhundertwende war dann eben die Gemeinde Wattenscheid an ihrer höchsten Blüte angekommen, hatte dann auch eine kleine Synagoge. Wie ist es zur Entstehung der drei Stelen gekommen und was waren die Gründe, die mich dazu bewegt haben? Und da entstand die Idee in Erinnerung an alte jüdische Friedhöfe, wo die Grabsteine oft ja sehr krumm und schief stehen, auch nicht in einer Reihe, sondern in unterschiedlichem Winkel zueinander, dass wir die drei Stelen in dieser Weise auch gestalten könnten. Wir sehen hier eine Innenansicht der Wattenscheider Synagoge. Es ist das einzige erhaltene Bild von der Innenansicht. Das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe, gegen das Vergessen anzugehen. Wir sind heute so weit, dass die Leute zum großen Teil, wenn sie nicht politisch weiterdenken, das als Normalität betrachten, dass wir wieder Nazis haben. Und jeder, der die Gelegenheit hatte, die Geschichte seiner Kindheit, seiner Jugend anzuhören, hat auch eigentlich verstanden, woher dieses politische Wirken kam. Denn ich war damals, im Dezember bin ich eingezogen als Luftwaffenhelfer. Da war ich 15, da haben wir uns bald in die Hosen geschissen vor Angst. Und der Kommandant stand in der Mitte mit der Pistole. Wenn einer weggelaufen ist, hat er eine Luftwunde. Wenn er nicht stehen blieb, hat er in die Beine geschossen, wenn wir vor Angst weggelaufen sind. Ne? Das ging zurückbleiben, Türen schließen. Wir ließen die Panzerfaust stehen, raus aus der S-Bahn. Haben beim Pastor, Friedhofspastor, angestellt und hat er gesagt, in Polnisch, Niemca albo Polak, Deutscher oder Pole. Wir haben gesagt, wir sind Deutsche. Er wusste nicht, was los war. Er sagte, dann soll das Kind verrecken. Aber so richtig kennengelernt habe ich den Hannes, als dieser Sternartikel aus dem Jahr 1992 entstand. Und wir würden es nie, glaube ich, für möglich halten, Jupp oder Klaus, wie viele anderen Invaliden, die Runden im Stadtpark drehen. Wenn der eine eine Galle hat, hat der andere eine Niere. Ich habe mal so ein Gespräch belauscht, da sagt der eine, wenn ich ein Matjeshering esse, dann kriege ich Magenschmerzen. Da sagt der andere, wenn ich ein Matjeshering esse, dann gehen die Magenschmerzen weg. Solche Gespräche haben wir nie geführt. Von dieser Fahrt, Studienfahrt nach Auschwitz, haben wir Todesurkunden von Wattenscheider Opfern mitgebracht. Und eine dieser Urkunden stammte von Betty Hartmann. Guck mal. Das Schild muss drauf. Das Schild muss drauf, ich weiß. Deshalb muss ich auch jetzt ein bisschen... Das ist die Hauptsache, warum wir hier sind. Ich liebe mich Ihnen zu Füßen. Ja, aber es geht. So einen Fotograf haben wir nicht so oft. Aha. Schaut. Wunderbar. Ilay glez lachun lechaim, lav yehobut hametayim, lechaim, lechaim. Alles klar?